Hallo, die Metro fährt wieder los und damit herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich, habe heute ein kleines Thema vorbereitet, dazu aber erstmal später. Erstmal, zu einer ganz anderen Sache. Ich habe mir überlegt, ich werde Titanfall machen. Also Titanfall ist ein Spiel mit den sogenannten Titans, das sind Roboter, die man dann steuern kann, und wenn man der einzige Titan ist, kann man da ziemlich geil wegrotzen. Dann gibt es da Movements, nennt sich sowas. Also die können da an Wänden rumlaufen, total geil. Du rennst da an den Wänden, knallst dabei Leute abknallen und so weiter und so fort. Also solche Sachen. Und es gibt Minions, also computergespielte, wie sagt man, computergespielte Spieler, genau, jetzt habe ich es wieder gefunden, tut mir leid. Ja, computergespielte Spieler, das tut's, ja. Ja, mein Thema heute, eindeutig, hundertprozentig, ist die Krimkrise. Putin und die Krimkrise. So, die Krimkrise ist gar nicht so ungefährlich, wie ihr euch das vorstellt, da die Krimkrise nicht sehr weit weg ist und ein ziemlicher Herd sozusagen, also mit viel Potenzial zu was Schlimmerem zu werden, also Krieg, Bürgerkrieg, Krieg mit der ganzen Welt, also das kann bis zum dritten Weltkrieg führen. Ja, also nicht zu unterschätzen bitte, Leute, das ist schon mal eine ganz schlimme Sache. Es ist auch nicht so weit weg wie Afghanistan, Vietnam und wie ne die ganzen Krisenherde vorher hießen, wo sich Russland und der Westen, Deutschland, Frankreich, USA und alle möglichen gebettelt haben, Korea indirekt, Vietnam indirekt und so weiter und so fort. Ja, die Ukraine, zwischen der Ukraine und uns liegt ein Nachbarland oder zwei, das kommt drauf an, entweder Polen oder die Tschechien und die Slowakei. Und zur Zeit zur DDR war halt das Problem, ja, da muss ich erst noch das rasch wegmachen, war halt das Problem, damals gab es eine sogenannte UdSSR, Union der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Dazu gehört auch unter anderem die ukrainische SSR, also die USSR. Das ist die ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Dazu gehört auch die Belorussland, besser bekannt als Weißrussland. Weißrussland hat da auch mit zu tun. Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Kasachstan, Ubaskin, Turkmenistan und so weiter. Ich weiß nicht, die kann ich gerne lesen da. Ja. So viel dazu. Das ist eine riesengroße Landmasse gewesen. Größer wie heute. Ist heute zwar immer noch das größte Land der Welt, aber nicht mehr ganz so groß. Denn Kasachstan und die Ukraine sind ja auch nicht gerade die kleinsten Länder der Welt. Und Putin hat jetzt davon die Krim besetzt. Der Gorbatschow hat das damals alles aufgelöst. Es gab Russische Föderation und bla und die deutsche Wiedervereinigung. Kennen wir ja alles, ne? Hat man alles schon mal irgendwo im Geschichtsunterricht oder Gott weiß wo gehört. Aber die Russen finden ja eigentlich immer noch, dass das ihr Land ist. Da sie es ja eigentlich von diesem Gorbatschow, ehemaliger Generalsekretär der Einheitspartei Russlands, weggenommen gekriegt hat, deswegen hassen die den alle. Und der Putin macht jetzt wieder Fortschritte und tut einfach mal die Krim besetzen. Yo, Mann, wir tun die Krim besetzen, riskieren den dritten Weltkrieg und machen damit richtig schön Kohle oder sowas. Ja, da ist der weltweit größte größte Exporthafen im ganzen Schwarzen Meer. Darüber wird über die Hälfte der russischen Ware exportiert. Ja, das ist schon mal ein Wort. Die Krim ist zwar nur ein kleiner Teil von der Ukraine, aber nicht ganz der unwichtigste. Die gesamte Seeflotte ist fast da stationiert. Ein paar tausend Mann sind da stationiert. Und ja, ist halt so.
Heutzutage wäre es immer noch Russland ohne große Krieg, wenn da nicht mal so ein sowjetischer, keiner guckt mich an, in einer Weinlaune, dadurch, damit es ja diese verschiedenen SR'en, die waren ja unter der UdSSR nur zusammengefasst, hatten einen Oberbefehlshaber praktisch und unten drunter noch ein paar kleine, und aus einer Weinlaune hat der von der ukrainischen SSR es irgendwie hinbekommen, die Krim zu der Ukraine zu gehören, aber damals hätte man ja noch nicht gedacht, damit das irgendwann mal zu Ende geht. 1950, 1990 ist es zusammengebrochen. Also, sei mal so, damals wusste man es noch nicht, und UdSSR, naja, ob das jetzt der ukrainischen SR angehört oder so, hat ja auch eigentlich kein Schwein interessiert, ne? Jetzt ist es so, und jetzt haben wir ein Problem. Der Dritte Weltkrieg deswegen, weil Russ jetzt auch mit dem ganzen UdSSR-Plan, wenn ihr da jetzt durchgeblickt habt, ich glaube, ihr habt da nicht durchgeblickt, ist mir aber auch mal egal. Wenn ihr das mal, wenn Putin das alles wieder zurückholen will, holt er sich auch die Hälfte von Deutschland, weil wir ja ein Vasallenstaat waren. Zusammen mit Rumänien, Polen, vielleicht sowas, Kai und Ungarn und wie sie denn alle heißen. Und das ist ein Problem. Sag ich mal ganz ehrlich, das ist ein Problem, ja. Trifft. Dadurch, wie soll ich das erklären? Dadurch, wenn er sich das alles wiederholt, muss ein Krieg einsetzen und wir haben zwar die bessere Waffentechnik, aber den Russen ist es scheißegal, wie viele Leute draufgehen. Und wenn der Putin halt verzweifelt ist und nicht mehr weiß wohin, was macht man dann? Klar, Bomben auf Städte werfen! Ja, trifft mich jetzt hier eher weniger in dem kleinen Kaff. Vielleicht werden wir auch noch erwischt. Wir sind dann ziemlich als letztes dran. Aber hier, lieben Städter da draußen, ich sag euch eins, wenn es zum Krieg kommt und der Putin merkt, er kann nicht mehr gewinnen, seid ihr die Ersten. Und das kann man dann, wenn Russland gegen den Rest der Welt oder China und Russland gegen den Rest der Welt kämpft, doch kann man das als Dritten Weltkrieg auffassen. Aber ey Leute, seht's mal positiv, wir kommen nicht aus Deutschland. Immer eine positive Seite sehen, meine Freunde. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Habt ihr es verstanden, gebt mal einen Daumen hoch. Habt ihr es nicht verstanden, gebt halt keinen Daumen hoch. Und fandet ihr das Video gut, gebt einen Daumen hoch. Abonniert mich bitte. Ich habe noch viel vor. Link zum ersten Vorstellungsvideo in der Beschreibung, meine Freunde. Ja, das war's dann auch von mir. Guckt euch das restliche Gameplay an. Ciao. Lalala.